Hallöchen YouTube, hier wieder Surround Gaming. Ja, im heutigen Podcast dreht sich alles um den CPU, der vielleicht vor Weihnachten oder in der Weihnachtszeit euch, sage ich mal, ja, fröhliche Feste bescheren sollte oder auch nicht. Dementsprechend reden wir heute über den CPU, der, wie wir immer sagen, Cash is King, uns vielleicht das Leben versüßt. Er ist der Nachfolger vom Nachfolger. Der 5800X3D hat uns schon begeistert, der 7800X3D. Hat da nochmal eine Schippe draufgelegt, konnte aber nicht so richtig begeistern. Und jetzt kommt er, der 9800X3D. Und der ist schon wieder eigentlich obsolet, bevor, sage ich mal, erscheint. Weil der 9900X3D kommt ja auch noch. Aber unterm Strich reden wir heute über den 9800X3D. Dementsprechend dranbleiben. Es lohnt sich wie immer nur bei Surround Gaming, dem Channel, wo es um den Speedspot geht. Bis gleich. Surround Gaming. Ja, willkommen zurück bei Surround Gaming, den Channel, wo es um den Speedspot geht. Und im heutigen Podcast, und wir machen heute nur Podcast, das heißt keine weiteren bewegten Bilder als die nette Dame, die uns ein Präsent in den Händen hält. Und das ist nichts Geringeres als ein neuer Prozessor. Es ist ja heutzutage ein bisschen zeitgemäß, dass man immer wieder das Gleiche neu auflegt und letztendlich probiert, wieder zu verkaufen und wieder zu verkaufen und wieder zu verkaufen. Und unterm Strich muss man ja gestehen, wir leben schon in sehr merkwürdigen Zeiten, weil bevor das eigentliche Produkt draußen ist, redet Gott und die Welt schon über den Nachfolger vom Nachfolger, beziehungsweise die bessere Version der besseren Version. Wir reden natürlich heute über den 9800X3D, einen waschechten 8-Kerner. Er hat ja schon einen relativ üppigen Cache mit 64 MB 3D-V-Cache, der ihn, sage ich mal, katapultiert an die Spitze wahrscheinlich der aktuellen Gaming-CPUs. Und schon der 5800X3D, wir haben ja darauf hingewiesen, war eigentlich der absolute Geheimtipp und Stand heute, Spoiler, Spoiler, er ist es eigentlich immer noch, wenn man ihn kaufen könnte, weil er ist schon längst vom Markt genommen worden. Er ging End of Sale, er ging dann End of Life. Und er ging dann sozusagen End of Market, weil man bekam ihn nur noch zu überteuerten Preisen mit 450, 500 Euro zum Schluss. Was natürlich nicht sozusagen federführend war, zumindest nicht für den Geldbeutel. Hätte man natürlich, beziehungsweise Abo dalassen und natürlich unseren Channel verfolgen, hätte man auf uns gehört. Er war eine ganze Zeit lang für um die 300 Euro zu haben. Das ist ein absolutes Schnäppchen gewesen. Der 5800X3D ist in vielen Belangen, sage ich mal, immer noch auf gleicher Höhe mit den aktuellen CPUs, außer man schielt auf die letzten 5% Leistungszuwachs, weil wir reden nur über diesen Leistungszuwachs. Alle anderen Utopien, die man hier, sage ich mal, in den Äther bläst, das ist hier nicht Raum für sozusagen auf unseren Channel. Das sind dann immer Wachstumsraten im Full-HD-Bereich, wenn man Counter-Strike spielt mit 400 FPS oder 300 FPS. Das sind nicht unsere Tugenden hier, muss man wirklich sagen. Wir kommen aus dem klassischen, sage ich mal, High-End-Bereich. Das heißt, wir wollen 4K-Gaming zocken, wir wollen hohe Frames haben und wir wollen die maximale Qualität haben, weil nicht nur Cache ist King, sondern Qualität, also Grafikqualität ist King und wir wollen natürlich die Titel, bei uns drehte sich ja vorwiegend um Gaming, in den höchstmöglichsten Einstellungen genießen. Und wer da kleine Exkursion aktuell Space Marine 2 sich, sage ich mal, das Texturpaket runtergeladen hat mit knappen 90 GB, ihr habt es richtig gehört, 90 GB 4K-Texturen. Das ist natürlich ein Schuh, weil das eigentliche Spiel hat gerade mal 60 GB. Das heißt, das Ding brettert sozusagen mit 150 GB daher, das Spiel. Und die Texturen, sage ich mal, nehmen davon den meisten Platz ein. Aber unterm Strich, es lohnt sich. Wer, sage ich mal, die Grafikpracht sieht, und da sieht man einfach, dass nicht nur Cache is King ist, sondern auch Speicher, in dem Falle Grafikspeicher. Und da muss man wirklich sagen, da haben wir immer schon einen Hinweis gegeben, kauft im Endeffekt nicht zweimal, kauft nicht dreimal schlecht, sondern kauft einmal richtig. Und wer, sage ich mal, das nötige Kleingeld natürlich vorausgesetzt hat, der sollte sozusagen immer in den Sweet Spot operieren. Das heißt, in den Bereichen, wo man, sage ich mal, sein Geld gut anlegt und dann in Ruhe, sage ich mal, zocken kann und in den Qualitätsstufen, was man natürlich auch will. Wer Full HD heutzutage zockt in niedrigen Auflösungen und in niedrigen Qualitätsstufen, gerne auch das.
wenn es denn genehm ist. Aber sei es drum. Wir wollen weiter über den 9800X3D sprechen. Ich denke mal, das Thema ist schon brandheiß, weil es zeigt auch so ein bisschen den aktuellen Zeitgeist. Aber kommen wir eigentlich zum ersten Stein des Anstoßes, sage ich mal, daher. Er wird ja am 7. November wohl das Licht der Welt erblicken, beziehungsweise den Markteintritt bestreiten. Er ist damit der Ablöser von dem 7800X3D, wie schon gesagt. Die sind ja relativ identisch. Wenn man sich jetzt die aktuelle Matrix einfach mal anguckt, dann haben sozusagen der 7800X3D hat einen Basistakt von 4,2 GHz. Okay, dort gibt es einen Unterschied, nämlich der Ryzen 7 9800X3D ist mit 4,7 GHz doch eine ganze Ecke schneller. Aber der Boosttakt ist das Spannende und da unterscheiden sich gerade mal um 200 MHz, nämlich der 9800X3D kommt auf 5,2 GHz und der alte, also der etwas ältere, der letztes Jahr erschienen ist, der 7800X3D kommt auf 5 GHz. Das ist natürlich eigentlich fast zu vernachlässigen, wenn man jetzt denkt, ja, der hat aber viel mehr Cache wahrscheinlich. Nein, Pustekuchen, Level 3 Cache haben beide 96 und den Level 2 Cache beide 8 MB. Von der Seite her absolut identisch. Man sieht hier einfach mal, der Unterbau der Zen-Architektur sorgt dafür, dass er roundabout, und da gibt es jetzt erstmal nur Gerüchte, das kann man nicht bestätigen und ich halte das einfach für falsch, aber das kann man sich sicherlich nochmal angucken. Es soll einen Performance-Zuwachs von 22% roundabout geben. Als Basis wird da Geekbench genannt, das ist ja ein bekannter Benchmark. Ob das wirklich so ist, das ist alles jetzt Gerüchteküche, um auch ein bisschen den Market anzuheizen. Um natürlich euch anzuheizen, euch wieder eine neue CPU zu kaufen. Man muss natürlich eine Sache zugute halten und das ist die Abwärtskompatibilität des Chipsatzes bzw. der Mainboards. Also ihr könnt auch diese neue CPU, vorausgesetzt ihr macht natürlich einen BIOS-Flash zur aktuellen Version eures Mainboards, auf dem A620, B650 oder X600 Chipsatz locker verwenden. Dementsprechend seid ihr da safe. Das ist, denke ich mal, eine feine Sache, was AMD da weiter praktiziert. Das heißt, ihr könntet, sage ich mal, die 7er Serie rausrupfen aus euren Mainboard und könntet euch die 9er Serie gönnen, aber unterm Strich gönnen heißt ja nicht immer sinnvoll. Von der Seite her ist der Upgrade wahrscheinlich für die meisten absolut zu vernachlässigen und das ist eher, sage ich mal, Geldschneiderei, aber wir haben ja heutzutage bei den Chips auch ein bisschen die Handypolitik schon. Ja, dann weitere spannende Einzelheiten. Es gibt natürlich eine Grafikeinheit auf dem 9800X3D, die mit 2,2 GHz getaktet ist. Das ist sicherlich für den einen oder anderen interessant, der mit einer Onboard-Grafikkarte ein kleines mobiles System betreiben will. Realistisch ist es für Gamer natürlich gar nicht interessant, weil eine native Grafikkarte immer dem vorzuziehen ist. Das ist wirklich eher für die Leute, die, sage ich mal, Tetris abends ein bisschen zocken wollen. Natürlich nicht, ein bisschen was aufwendiger. Das geht schon. Gerade die aktuellen Radeon Grafikchips onboard sind relativ performant, das muss man schon wirklich sagen. Die halten heutzutage schon locker mit oder übertrümpfen, sage ich mal, ein Steam Deck von der Performance her. Und da muss man schon das eine oder andere kleine Spielchen kann man da durchaus zocken. Aber es ist, glaube ich, keine wirkliche Idee dahinter, das auf Dauer einzusetzen, weil wie soll dann so eine kleine Kiste mit euch schleppen und dennoch vielleicht ein Bildschirm, das ist eher, ja, da ist immer ein Notebook vorzuziehen, ist vielleicht auch mal ein Thema für einen Podcast, dass man da sich mal drüber streitet, was mehr Sinn macht, so ein Intel Nuke, oder nicht ein Intel Nuke, sondern so ein Nuke-Formfaktor vom PC. Da gibt es ja jetzt auch gerade die Ryzen CPUs sind da im absoluten Kommen bei diesen kleinen Computern oder eben, ob man sich ein Notebook kaufen soll. Ist natürlich auch ein Preisfaktor, aber das, darum soll es heute nicht gehen. Ansonsten 120 Watt TDP, das ist, denke ich mal, noch hochinteressant. Damit ist er auch zum Vorgänger absolut identisch, aber muss man schon wirklich sagen, er sticht damit seinen Intel-Kollegen, der ja auch jetzt ins Rennen geht, so ein bisschen aus. Über Intel werden wir auch einen Podcast machen mit den neuen CPUs, freut euch drauf. Da werden wir auch nochmal genau beleuchten, die 285 und was das alles für komische Zahlen und Werte sind und warum man den Intel-CPU auch eher im Regal liegen lassen sollte, als ihn, sage ich mal, ins Auge zu fassen. Aber das, wie gesagt, für einen späteren Podcast. Ansonsten Zen 5
5-Architektur, alle schon, denke ich mal, den meisten von euch bekannt, also aktuelle Architektur. Es gibt aber, und jetzt nochmal eigentlich die Thematik, die recht spannend ist, was folgt denn in Kürze sozusagen? Welche CPUs werden da uns noch beglücken und was macht vielleicht mehr Sinn? Weil, ihr habt ja schon gemerkt, wir haben jetzt einen Ryzen 5, einen Ryzen 7 und es wird 2 Ryzen 9 geben. Das ist so ein bisschen, wie soll man sagen, eigentlich ein Schlag ins Gesicht für die Kunden, weil letztes Mal haben sie uns ja schon bei den 5er Generation auch schon ein bisschen veralbert und verarscht. Da gab es ja den XT, dann gab es 3DV Cache, dann kamen die später, dann kam nochmal ein Nachfolger, dann nochmal eine kleinere Version, die aber genauso schnell war. Also man hat den Kunden, sage ich mal, ab der 5er Generation bei AMD schon ganz schön geschröpft. Aber man hatte eben den Vorteil der Überproduktion und dementsprechend gab es einfach ein paar Sweet Spot, wo ihr zuschlagen konntet. Und ich hoffe, ihr habt es getan, weil wenn man sich jetzt sozusagen so ein bisschen daran gehalten hat, was wir immer prognostiziert haben oder empfohlen haben, muss man ja wirklich sagen, wobei, was ihr natürlich dann selber tätigt, vollkommen euch überlassen. Das ist ja nur unsere Meinung und dementsprechend muss das auch nicht der goldene Weg sein. Gott bewahre, es gibt andere Ideen oder andere, sage ich mal, Wege, die vielleicht genauso effizient sind oder auch genauso performant und vielleicht ein bisschen mehr Geld kosten oder sogar weniger. Aber gehen wir mal darauf ein, was noch kommt. Und das ist jetzt das Spannende eigentlich dann an der ganzen Sache. Wir gehen jetzt top-down durch. Der Ryzen 9 9950X3D, ein waschechter 16-Kerner mit 32 Threads. Und da muss man sich schon festhalten, wenn das wirklich stimmt, dann hat er nämlich Level 3 Cache 192 MB. Und davon hat er alleine 128 MB 3DV Cache. Das heißt eine Verdopplung des 3DV Cache ums Doppelte. Und da brauchen wir nicht drüber reden. Cache ist nun mal King. Und da wird der sicherlich alles wegräumen, was geht. Es wird interessant zu sehen zu sein, wie man diesen Brocken wegkühlt. Also das ist jetzt die große Gretchenfrage, weil wir wissen ja schon seit den 5800X3D, das sind wahre Performance-Monster, die auch festgetaktet sind auf 4,45 GHz und die wollen gekühlt werden, wenn man die auf dem höchsten Level haltet. Also das ist sicherlich machbar. Man muss auch sagen, wirklich mit einer All-in-One-Wasserkühlung, das schafft man. Wenn man die aktuelle Arctic nimmt, die 420er und die, sage ich mal, auf dem 5800X3D schneidet und dann sozusagen da eigentlich einen ordentlichen Airflow hat, dann kriegt man den sogar in der höchsten Taktrate, wenn der CPU es hergibt, konstant zum Laufen und das ist eine feine Sache. Das ist eine ideale Basis und wir reden ja jetzt hier immerhin bei der 9er Generation, also Ryzen 9, die 9950X3D mit DDR5 Speicher, also dennoch mal eine ganz andere Thematik, wobei man sagen muss, die Latenzen sind hier deutlich schlechter als bei den DDR4 Modellen. Da kann die Taktung noch so hoch sein, aber das ist auch so eine Gretchenfrage, da kann man sich sicherlich stundenlang drüber streiten. Was ist besser, besserer, sage ich mal, CL als, sage ich mal, maximale Megahertzzahlen beim Speicher und die werden dann brutal heiß und ja, machen Fehler. Aber das muss jeder auch, sage ich mal, selber den besten Weg finden. Wir haben, glaube ich, einen ganz guten Weg gefunden. Den hatten wir ja bei anderen Videos auch schon kundgetan, wo es um die optimale, den optimalen Aufbau ging im Endeffekt, der optimale PC mit, da war damals ein 5800X3D mit DDR4 Speicher und dann sage ich mal sehr speziellen, da einfach mal bei dem Video vielleicht vorbeischauen, wobei man wie gesagt sagen muss, den 5800X3D werdet ihr leider nicht mehr so einfach bekommen und nur noch zu sehr hohen Preisen. Gehen wir jetzt aber vielleicht nochmal, ja, eine Stufe nochmal drunter, bevor wir eigentlich das Ding raushauen, was echt ein bisschen kritisch zu betrachten ist. Also der, wir haben jetzt einen Ryzen 9, 9950X3D, dann gibt es ja den Ryzen 7, 9800X3D, dann gibt es einen Ryzen 5, 9600X3D. Gut, das ist, denke ich mal, interessant, wobei es ist ein echter 5-Kerner. Also da muss man auch mal sagen, wer hat denn das verbrochen? Ein 5-Core. Wobei das ist hier, glaube ich, eher
ein Fehler. Also wenn das jetzt ein 5-Core wäre, weil der hat eigentlich 12 Threads, ich glaube, das ist eher hier ein Tabellenfehler. Das müsste eigentlich ein 6-Kerner sein. Also weiß nicht, warum jetzt hier 5-Kerner sogar steht in der Tabelle, die ich hier vor mir habe. Also 6-Kerner, das kann kein 5-Kerner sein. Das, ja. Aber zutrauen tut man den Leuten alles. Aber da ist, glaube ich, ein Tippfehler drin bei den Kollegen. Da gibt es, glaube ich, eher einen 6-Kerner und der hat 96 MB Level 3 Cache und hat dann ähnlich wie der 9800X3D, nämlich 64 MB 3DV Cache. Das heißt, der ist als 6-Kerner mit 12 Threads schon recht interessant. Und da muss man einfach mal schauen. Wir hatten ja den 5600 sozusagen auch immer gehighlightet. Ein echter 6-Kerner, der wirklich gute Power hatte und uns auch eine Zeit lang, sage ich mal, sogar als Daily Gaming Maschine hergehalten hat, um es ein bisschen einfach mal ausgiebig zu testen. Weil alles auf unserem Channel wird auch aktiv eingesetzt, nicht nur auf dem Papier drüber gesprochen. Und da muss man einfach mal gucken. 9600X3D kommt auf den Preis drauf an, wo der liegt. Ich befürchte fast, da wird uns das eher die Schuhe ausziehen, weil der wird sicherlich nicht günstig sein. Aber warten wir mal ab, wie schnell er vom Preis fällt. Das ist, denke ich mal, die zweite Thematik. Aber jetzt kommen wir zum eigentlichen Stein des Anstoßes und die AMD-Marketing-Aktion oder Marketing-Bereich, die sind ja auch nicht blöd und haben natürlich gleich nach dem 9800X3D nochmal einen Ryzen 9 platziert. Ein bisschen komisch schon, muss man wirklich sagen. Klar, es gab immer 9900er bzw. 7900, 5900, aber sie bringen jetzt gleich nochmal 9900X3D raus, nämlich mit 12 Kern, 24 Threads und haltet euch fest, mit im Endeffekt 128 MB 3DV Cache. Das ist natürlich eine Thematik, also auch Level 3 Cache 192 MB. Davon sozusagen 2x32 MB normalsterblich und 128, was schon brutal ist, 3DV Cache. Und da kann ich mir schon gut vorstellen, die beiden sozusagen, die beiden Ryzen 9, die werden hier den Unterschied, sage ich mal, machen. Das ist nur die Frage, wie kriege ich die im Griff. Also wie kann ich die, sage ich mal, wegkühlen? Ich denke mal, eine gute AIO fast schon Pflicht, mit Luft auf gar keinen Fall. Ja, das ist auch so ein, kann man sicherlich probieren, aber ich denke mal, realistisch betrachtet eher unwahrscheinlich. Und eine Custom-Wasserkühlung ist da schon erstrebenswert, wenn man die konstant, sage ich mal, befeuern will. Jetzt kommt natürlich die große, große Frage und das ist jetzt die Sache, bei dem wir ja auch immer drauf rumreiten, macht das denn wirklich Sinn, als Early Adopter sozusagen jetzt auf diesen Zug aufzuspringen und zu sagen, ole ole, 9800X3D, 8 Kerne reichen mir. Irgendwie 8 Kerne haben sich ja etabliert als das neue 16 Kerne und ist zwar weniger, aber irgendwie braucht man auch nicht mehr oder braucht man doch mehr. Wir waren ja eigentlich schon so weit, dass wir die 8 Kerne schon verlassen hatten, aber irgendwie sind wir ja wieder dazu zurückzukommen und soll ich den jetzt kaufen oder nicht? 9800X3D jetzt in dem Stadium zum Jahresende zu kaufen, wäre absolut katastrophal. Also das kann ich euch einfach so mitgeben. Der wird um die 550 Euro wohl liegen. Das ist, denke ich mal, schon ein relativ saftiger Preis. Jetzt kann man sagen, ja, der 5800X3D ist aber genauso eingestiegen, liebe Surround Gaming. Vollkommen korrekt. Der ist nämlich mit 530 Euro eingestiegen in dem Market. Ist relativ schnell gefallen und ich sage euch, das wird den 9800X3D genauso gehen. Es wird natürlich ein paar Irre geben, die da, sage ich immer, auf den Zug draufhüpfen und dann sich wundern, wenn der 9900X3D erscheint, dass der 9800X3D eigentlich obsolete ist, weil der hat einfach viel zu wenig den X3D Cache. Also das ist, denke ich mal, ein K.O.-Kriterium für ihn, zumindest auf dem Papier. Ob das jetzt wirklich der Heilsbringer ist, wenn man den verdoppelt, da hat man ja nicht doppelte Power. Das können wir uns auch gleich wegschneiden, das ist ein kompletter Blödsinn natürlich. Man wird, sage ich mal, vielleicht 10%, 15% mehr Power haben. Das kann ich mir schon vorstellen, wenn der Speicher üppig vorhanden ist und auch ein gutes Verhältnis hat zwischen den internen, sage ich mal, Performance-Werten, was den Bus und so weiter angeht und natürlich den Speicher plus im Endeffekt, was der CPU leisten kann. Und
Da muss man auch wiederum jetzt den Brückenschlag setzen. Es macht natürlich nur Sinn, wenn ihr wirklich entweder niedrige Auflösung fahrt und brutale Frames haben wollt, weil ihr einen Bildschirm habt, der jenseits von 360 Hertz irgendwo sich aufhält, was natürlich auch wieder ja, zu hinterfragen ist, wen das überhaupt betrifft. Das ist wieder der absolute Trugschluss, weil im 4K-Bereich macht das immer noch keinen Unterschied. Ob ihr jetzt ein 5800X3D habt und eine 4090, ob ihr ein 7800X3D habt und eine 4090 oder denn 9800X3D habt und eine 4090, das wird sich im einstelligen Frame-Bereich aufhalten, den Unterschied zwischen diesen drei CPUs, weil die Grafikkarte bremst es immer wieder aus. Und das ist die Sache, über was reden wir hier eigentlich? Jetzt kommen wir eigentlich schon zum eigentlichen Kernbotschaft oder zum eigentlichen Fazit, was man sich im Kopf speichern sollte. Das macht wirklich nur Sinn, wenn man darauf pokert, sich eine 5090 anzuschaffen und die 5090 wirklich beyond 4K operiert. Das heißt, wenn die in der Lage ist, 8K Auflösung, sage ich mal, zu stemmen oder 4K mit 240 Hertz, also wirklich 4K mit super hohen Hertz- und Framezahlen auszustatten, denn im Endeffekt macht das vielleicht Sinn, sich so ein CPU zu holen, weil dann kommt die Grafikkarte langsam wieder in einen Modus, wo sie sich freikämpft und dann mehr Leistung zur Verfügung stellen könnte, aber die CPU schafft es vielleicht nicht, wobei ich mir dann noch nicht sicher bin, ob wir jetzt schon an diesem Break-Even sind. Das heißt, ob ein 5800X3D oder auch ein Intel 13900K, 14900K und auch ein bisschen drunter jetzt schon die Grätsche, sage ich mal, strecken, wenn sie mit einer 5090 gepaart werden, das wird erstmal rauszufinden sein. Vielleicht ist es auch noch eine Generation, wo das absolut noch im Einklang ist und ihr gar nicht eine neue CPU braucht. Deswegen, ich kann nur jeden da wirklich, darum bitten, würde ich jetzt fast nicht sagen, aber euch hinweisen oder euch den Tipp geben, macht euch da selber Gedanken, macht euch schlau, hört auch nicht auf die Social Media Hyper, die im Endeffekt natürlich dafür bezahlt werden, Content zu generieren, um den neuen heißen Scheiß zu platzieren und zu verkaufen und B im Endeffekt oder irgendwelche Verträge da haben und natürlich davon leben, sozusagen die neuen Produkte an den Mann und an die Frau zu bringen. Ich denke mal, das ist ein enormer Trugschluss, aber auch Mehrwert auf unserem Kanal, dass wir einfach probieren, hier wirklich offen und ehrlich die Sachen zu beäugen und zu empfehlen, was wirklich sinnvoll ist, wenn man das Hobby ernsthaft betreibt und nicht jeden Euro doppelt und dreifach ausgeben kann und will. Weil ich sag mal, das Thema ist ja noch ein bisschen offen. Wir werden auch sicherlich demnächst wieder über die Preise ein bisschen detaillierter sprechen, ein bisschen darauf eingehen, was wir sehen Q1, Q2 nächsten Jahres. Und Q4 wird unmittelbar jetzt noch bevorstehen, beziehungsweise wir sind ja mittendrin und man muss einfach realistisch sein. Q4 wird schon vom Pricing her anstrengend genug, in Anführungszeichen, weil es werden jetzt erstmalig die neuen Preispolitiken klargestellt. Man sieht es an den neuen Mainboard-Preisen, man sieht es an den neuen Prozessorenpreisen, man sieht es an den angedachten Grafikkartenpreisen, die da kommen. Es wird uns die Schuhe leider ausziehen, das war aber auch angekündigt, da haben wir schon immer drüber philosophiert dieses Jahr und schon letztes Jahr eigentlich diese Thematik gesehen. Deswegen, es ist leider so, wie es ist. Man muss rückwirkend betrachten. Es gab ein paar gute Zeitfenster, ein paar gute Sweet Spots, sich, sage ich mal, eine solide Basis zu schaffen für ein gutes Computersystem. Das wird im Q4 2024 nicht der Fall sein. Das kann ich schon jetzt mitgeben. So leid es mir tut für einige, der Sweet Spot ist abgefahren. Aber nichtsdestotrotz, es gibt natürlich immer wieder Lücken. Es gibt immer wieder kleine Sweet Spots, wo man schnell sein muss und darauf springen muss. Weil im Endeffekt natürlich der einzigste Vorteil, der noch herrschte dieses Jahr, ist doch die massive Überproduktion, sage ich mal, in einigen Bereichen. Wir sehen es jetzt beispielsweise bei den M.2s. Die werden jetzt absolut verramscht. Ihr bekommt
bekommt eine WD X850 für 130 Euro, 2 Terabyte, war undenkbar bis vor kurzem, die waren bei 160, 170 Euro. Deswegen jetzt ist ein guter Zeitpunkt, einige Komponenten einzukaufen, deswegen, ich kann es nur wiederholen, unseren Channel besuchen lohnt sich, ihr spart Euro, es kostet euch nichts. Abo und Daumen hoch, supportet uns, macht den Channel größer, größere Reichweite, heißt mehr Aufmerksamkeit und letztendlich vertreten unsere Meinung damit mehr Leute. Das ist, sage ich mal, der Umkehrschluss, den wir jetzt erzeugen wollen, weil wir wollen schon hier ernsthaft eine Community, sage ich mal, aufbauen, die dieses Hobby ja mit Lust und Laune betreibt und nicht, sage ich mal, ausblutet, weil man dann doch in die falsche Richtung gerannt ist. Also wer zum Beispiel jetzt, muss man einfach auch nochmal einen Podcast drüber machen, wer sich ein 13.900K oder ein 14.900K gekauft hat und wir kennen ja da in unserem Umfeld viele, die gucken jetzt in die Röhre und sagen, oh hier, die ganze CPU-Thematik, dass der mir unterm Tisch sozusagen wegrostet mit der Degenerationsthematik. Ich muss tauschen die CPU, was soll ich denn kaufen? Soll ich jetzt einen neuen Ryzen kaufen, also zum Beispiel 9800X3D, der gleich kommt, oder den neuen Intel, weil der ja doch anscheinend viel besser zu sein scheint und stromsparender. Das ist natürlich alles auch wieder Bullshit, muss man sagen. Der 13900K KS, 14900K 14900KS, ja, der hat einfach ein Thema, wenn ihr, müsst ihr euch so vorstellen, auch einen dicken Motor habt im Auto und ihr würdet dem permanent, sage ich mal, mit 300 km/h über der Autobahn ballern, dann ist natürlich der Verschleiß deutlich höher, als wenn er damit nur 200 fährt oder 150 wegen meiner. Dementsprechend ist das ein ganz normaler Verfall von einfach ein Stück Technik, was Technik beinhaltet und was kleine Komponenten beinhaltet. Und demnach ist das auch alles ein bisschen überspitzt gewesen, müssen wir auch sagen. Es wird dazu auch nochmal einen Podcast geben, weil ich denke mal, das ist ein essentielles Thema. Unter dem Motto, ist mein 14.900K jetzt schlecht, hat dann Abfalldatum, wo ich jetzt sagen muss, ich muss den rausrupfen und muss was Neues kaufen. Ich kann schon vorweg spoilern, nein, das sind immer noch gute CPUs. Wenn ich den unter dem Betrachtung Effizienz natürlich mir angucke, dann kriege ich graue Haare, aber das ist ein anderes Thema. Das ist, wie gesagt, wie ein Ami-Block im Endeffekt mit hohem Hubraum, also mit großem Hubraum und viel PS. Und die Leistung kriegt er nun mal nicht auf der Straße so einfach. Und das sind alles so die Schattenseiten. Das muss man aber auch wissen. Und deswegen ist eine gute Beratung natürlich in der heutigen Welt absolut essentiell. Aber das haben wir ja schon gesagt. Demnach würde ich sagen, wir beschließen den heutigen Podcast. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Gerne eure Meinung in den Kommentaren kundtun. Wir gucken uns das auch immer fleißig an. Seht es ein bisschen nach, wenn wir nicht immer kommentieren können. Aber glaubt uns, wir gucken uns das wirklich durch. Also ich gucke es wirklich durch und schaue mir die Themen an, die ihr aufwerft. Wir nehmen das auch mit rein in den einen oder anderen Themenblock, den wir demnächst planen. Wir gucken auch, dass wir jetzt mehr Content wieder kreieren, dass wir einfach regelmäßig wieder auf dem Radar sind. Weil jetzt kommt die schöne Zeit, jetzt kommt die Herbstzeit, dann kommt die Winterzeit und das ist Gaming-Zeit in dem Sinne. Es ist Around Gaming-Zeit. Auf der Suche nach dem Sweet Spot. Seid dabei. Wir hören uns wieder. Bis zum nächsten Video. Dankeschön.